So, hallo zusammen. Willkommen zurück zu einem weiteren League of Legends Video. Heute gut, dass ich die World Tokens gespart habe und nicht Dragonset Gold habe, weil ja, Damwon hat das World Turnier gewonnen und Kedia All Out Kai'Sa in der Prestige Edition ist rausgekommen. Das habe ich vollkommen verpasst jetzt durch den Release von Watch Dogs und wir werden uns sie holen. Und ja, sehen uns dann gleich Endgame. Also bis gleich. So. Ich habe schon mal im Ladebildschirm hier angefangen aufzunehmen, weil ich wissen wollte, ob sie den Rahmen hat, weil in der Skin Collection sieht man ihren Rahmen nicht und bei den anderen Prestige-Skins schon. Aber anscheinend hat sie es. Sogar mit Unterschrift finde ich voll cool. Und ja, sollte auch jetzt sofort starten. Spult gerne vor, wenn ihr nicht warten wollt. Ja, das ist richtig cool, das Skin. Die tanzt auch so wie im Musikvideo mit STRG3. Ups, kurzen Lag gehabt. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier die Musik stoppen. Lol, wir brauchen keine Musik. Die Ingame-Musik ist einfach mit dabei in dem Skin. Wie cool ist das denn? Das ist echt schön gemacht. Spielt das jetzt immer? Oder nur wenn ich STRG3 drücke? Aber scheint nicht immer zu spielen. So, wir haben Senna Lux Botlane. Ja, wir dürfen uns nicht poken lassen. Ist auf jeden Fall tot. Ich habe Kai'Sa nie so richtig gespielt in 5 gegen 5. Also, entschuldige ich mich im Voraus, wenn ich nicht so gut sein sollte, aber ich spiele sie öfters in Aram, deswegen sollte es nicht so viele Probleme geben.
So, ich gehe mal back, sicherheitshalber. Obwohl, mal. Ich brauche noch ein bisschen. Ich lasse sie mal pushen. Ein bisschen mehr Gold könnte nicht schaden, bevor ich back gehe. So, gucken wir uns mal den Backpot an. Nice. Okay, ja, ich weiß nicht, was man auf der kauft. Kauft man Manamune? Ich denke schon, ne? Holen wir uns mal die Trainer und dann haben wir noch genug für Schuhe. Ich hole mir jetzt einfach das, was vorgeschlagen ist. Wie gesagt, ich spiele sie nicht so oft. Oder kaum. Aber jetzt durch den coolen Skin werden wir sie auf jeden Fall bestimmt öfter spielen. Lasteten. Im nächsten Backpot werde ich uns mal ein bisschen wieder Musik einschalten. Von dem neuen Song. Wieso konnte ich eben meine Kuh nicht machen? Das war echt cringe. Nein, ich hab mich geheilt! Ach komm! Ich hab mich doch geheilt, Alter.
Ich hasse es, kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr selber LoL spielt, in einer höheren Liga. Wenn man in der letzten Animation, bevor man stirbt, sich heilen will, funktioniert es nicht. Es wird automatisch also es geht nicht durch vor der Todesanimation. Ich habe auf die Taste gedrückt, aber es reagiert einfach nicht. Was pingt der jetzt ein Fragezeichen zu mir? Ich habe den Typ geslowt. Und wenn er da nicht mehr rauskommt, tut mir leid, kann ich ihm nicht helfen. Und wenn der Jungler im Dragon Timer nicht hier ist, dann ja, kann ich ihm auch nicht helfen. So, gehen wir mal zurück. Na, die haben mir gewartet. Ich will das safe runterspielen und der Pike versucht die ganze Zeit aggressiv reinzugehen. Und kann nicht nachvollziehen, warum ich nicht reingehe. Bitte, ich werde sterben. Ich werde sterben. Wir verlieren die Lane und er schreibt Kaiser ist AFK. Wenn man drei Kill, guck mal, der
Die Senna hat jetzt 3-0, ne? Okay, die Lux hat zwar 0-3 und der Pyke hat 2 Kills. Trotzdem, wenn der gegnerische AD Carry besser ist, beziehungsweise die Lane gewonnen hat, dann bin ich gezwungen, als derjenige, der verliert, defensiver zu spielen. Da kann man nicht einfach jedes Mal reingehen, so wie er es macht. Nur das verstehen die Leute nicht in den niedrigeren Rängen. Jetzt muss ich hier 1 gegen 2 spielen, weil der Vollidiot Mitte geht die ganze Zeit. Ach ja. Ja, was soll ich da machen? Drei Leute Botlane. Was soll ich da machen? Ich brauche mehr Attack Speed. Wir holen mal Gunsus. Ja, Jungle Death, I guess. Die haben jetzt beide Dragons genommen. So. Ich gehe dem mal helfen. Kill.
So. Holy shit. Nasus! Nein! Fuck. Wir waren zu deep. Ach so, ich wollte Musik einschalten. Hab ich voll vergessen. Hier. History. Warte, wo war das denn? Müsste das nicht hier aufgeführt werden, wenn ich das einmal gehört habe? KDA All Out Kaiser. Ah, hier, guck mal. Jetzt habt ihr auch die KDA-Musik, ne? Können wir eigentlich direkt wieder zurück und ein bisschen einkaufen. Aber ich farm hier noch die Wave. Übrigens, wie findet ihr bis jetzt Watch Dogs Legion Let's Play? Hat ja echt wenige Aufrufe. Ich habe es echt mehr erwartet, dass mehr Leute zuschauen. Aber allgemein, die Reaktionen waren auch nicht so gut leider vom Spiel. Obwohl ich das Spiel sehr mag, aber die Leute waren etwas enttäuscht von der Grafik, weil alle dachten so, das wird Next Gen. Und ja, man hat irgendwie keine Bindung zum Spiel, weil man halt mit jedem spielen konnte. Also, das ist die Erläuterung von anderen Leuten. Also, mir persönlich hat das Spiel sehr gefallen. Ich finde es voll cool, dass man mit jedem spielen kann, weil man einfach diese Freiheit hat, die sonst keiner hat.
Warum wollen die surrendern? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Der Jungler hat schlecht gespielt. Aber sonst sind wir eigentlich gar nicht so schlecht. Die Vayne ist gefeedet, Yasuo sowieso. Und ja, der Supporter hat auch ein bisschen gefeedet. Neun Tode. Aber ich habe es auch von Anfang an gesagt, dass der viel zu oft unnötig reingeht. Das wäre eigentlich ein guter Baron Call, jetzt wo Nasus tot ist, die haben keinen Tank. They have no tank. Go, go, go. Oh mein Gott. Was für ein Call, Alter. Das war der beste Baron Call, den ich jemals gemacht habe. Wie sie mich haben wollen. Wie sie mich haben wollen. So. Als nächstes bauen wir Nashos und als letztes, ich weiß nicht, Runans oder was ich auch gut finde bei Kaiser ist Ludens mit der W. Hat man nochmal so ein AP-Proc. Das war wichtig, dass wir den holen. So, GG, war ein schönes Spiel. Ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen. Am Anfang habe ich zwar ein bisschen reingefeedet, aber auf jeden Fall nicht mehr als mein Supporter. Ich hatte nur drei Tode am Anfang und er ist, glaube ich, jetzt am Ende des Spiels, wie viel Tode hatte ich? Fünf oder sechs. Und er ist, glaube ich, 10-mal gestorben. 11-mal. Ich hatte 5 Tode, also ja, war ganz okay.
Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, drückt einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Haut rein.